Zuletzt bei The Legend of Zelda. Der finale Dungeon stellt sich als deutlich größer als erwartet heraus. Unfassbar viele Räume, Treppen und Leitern, die miteinander verbunden werden, aber keine Spur von den Dungeon-Items. Wir waren sogar schon in der Lage, den Final-Boss-Raum zu finden, aber Ganon vernichtete uns einfach, weil uns die Mittel fehlten, um ihn zu besiegen. Wir decken aber Stück für Stück mehr von der Karte auf. Irgendwo müssen die Dungeon-Items sein. Und dann ist Ganon dran. Wir sind mal wieder hier, Freunde. Was ein Zufall. Wir treffen uns hier im letzten Dungeon in Level 9 von The Legend of Zelda. Und es ist mal wieder soweit. Ich habe, meine Medizin aufgefüllt und ich habe wieder volle Herzen. Das heißt, wir können wieder erneut versuchen, hier durchzukommen. Aber da ich den Dungeon verlassen musste, sind auch wieder die ein oder anderen Tierchen hier respawned, die wir jetzt mal kurz erledigen müssen. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, aber die ziehen pro Treffer einen Damage ab. Jetzt kann ich mir den Stein nicht schieben, doch jetzt. Wir haben noch viele, viele Orte, Freunde. Wir haben noch viele, viele Orte, an denen ich etwas vermute, wo etwas sein könnte. Und wir haben sogar einen ernsthaften Verdacht, wo sich ein Dungeon-Item befinden kann. Das Problem ist, wir haben jetzt schon seit sehr langer Zeit gedacht, wir hätten einen ernsthaften Verdacht, wo sich ein Dungeon-Item befinden kann. Also es ist alles andere als klar, ob wir dann wirklich ein Dungeon-Item finden oder nicht. Aber hey, wir geben einfach unser Bestes und gucken, wo wir landen. Und ich ziehe mir jetzt schon selber so viele Herzen ab. Ich muss wieder etwas entspannter spielen. Ja, ich merke halt, dass ich zum Ende komme. Ich bin auch gehypt, dass sie zum Ende kommen, aus mehreren Gründen. Und ich möchte jetzt einfach das Ding hier hinter mir lassen. So, wir müssen jetzt einmal hier runter, dann in die andere Richtung hier durch. Ja, genau. Da war eine Fliege, die dürfte ja auch despawned sein. Exakt. Und jetzt düsen wir zweimal nach oben. Und da dürfte dann, wie gesagt, da ist ein geheimer Raum. Und ich habe die starke Vermutung, dass sich da allein schon vom Layout des Raumes eventuell ein Dungeon-Item verbirgt. So. Ich meine, was soll hier sonst noch sein? Die Frage ist, kann ich mit dem Boomerang hier eigentlich arbeiten? Interessiert euch der Boomerang? Nein, tut er nicht. Okay. Hauptsache, ich lasse mich nicht von den Elektrogegnern treffen. Das ist wichtig. Da habe ich mich von dem Elektrogegner treffen lassen. Nee, habe ich nicht. Und jetzt habe ich innerhalb kürzester Zeit alle meine Herzen verloren. Weiter geht's, Freunde. Wir heilen uns wieder voll. Wir müssen direkt wieder die erste von unseren zwei Medizinen verwenden. So, und vielleicht arbeite ich hier dann sogar mit Bomben. Ich meine, why not? Wobei ich wirklich aufpassen sollte, weil wir hier viele Räume sprengen müssen. So, und düsen wir einmal hier durch. Sogar ohne Gegentreffer. So, und jetzt versuche ich mal ganz konzentriert zu spielen. Ne? Ganz, ganz exakt aufzupassen, was ich tue. Bloß die schießen so häufig und machen so viel Damage. Aber ja, ich könnte mir ein neues Schild holen. Aber wisst ihr, wie lange es dauert, sich 130 Rubine zu farmen, um einfach sich wieder so ein Schild zu holen? Und wenn ich dann einmal von so einem Schildschleim gegessen werde, ist wieder das weg. Und es ist, da hat man einfach irgendwann keine Lust mehr zu. Du musst wegen jedem Scheiß Rubine farmen. Man will einfach nicht mehr. Und hier ist es, Freunde. Das rote Gewand. Was, glaube ich, den erhaltenen Schaden nochmal halbiert. Und deswegen im Endeffekt den erhaltenen Schaden viertelt. Das ist so, so, so wichtig. Oh mein Gott. Das kann uns massiv den Arsch retten in dieser Hölle. Es kann uns wirklich massiv den Arsch retten. Leider finden wir es erst jetzt, aber hey, es ist okay, wir haben schon viel herausgefunden. So, und hier ist jetzt, okay, so ein Raum. Will ich hier alles töten? Ich kann auf jeden Fall hier wieder den Raum zur Seite sprengen. Das sieht man jetzt schon. Zack, zack, zack. Oh, gib mir das auf den Sack. So. Aber selbst die dürften jetzt nur noch, glaube ich, ein Viertel Leben abziehen. Richtig, so sieht's aus. Nee, sogar nur noch ein Achtel Leben. Es gibt sogar eine Aufteilung in Achtel Leben. Was zur Hölle? Dass dieses Spiel überhaupt in Achtel Leben rechnen kann. Crazy shit. So. Ich spreng mal hier. War ich in diesem Raum schon? Nein. Das führt mich auch in einen Raum, wo ich noch nicht war. Alle neuen Räume sind gerne gesehen. Und das führt mich aber, wenn ich nach oben gehe, in den Raum, wo ich dann bereits schon war. Aber hey, ich guck mir das gerne mal an. Ich meine so, why not? Das sind eh keine jetzt allzu krassen Gegner. Wir steppen nach oben, aber da kann eigentlich gar nichts Großes sein. Ah, das ist dieser Raum. Wo ich dann aber, warte mal, jetzt lass mich mal was nachschauen.
Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Nein, stopp, ich gehe nochmal zurück. Stück für Stück, Freunde. Wir müssen hier Stück für Stück durch. Ich schaue wieder irgendwo sprengbare Wände. Sehe ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier nach unten. Dann laufe ich jetzt nämlich erstmal hier den ganzen Dungeon einfach nach unten. Ne, ganz entspannt. Und wenn ich dann hoffentlich ganz unten angekommen bin, unversehrt, dann gehe ich nach oben und gehe dann noch durch diese Tür, durch die ich noch nicht gegangen bin. Scheiße. Okay, ich kann mein Schild wieder verwenden. Ich muss aufpassen, dass ich im richtigen Moment meine Medizin verwende, dass ich da nicht wieder zu sehr geize. Was tust du, Bro? Aufpassen. Okay, genau. Ich weiß nicht, ob es das Herz wert war. Ich nehme jetzt mit. Sprengen kann ich ja nichts. Dann gehen wir an der Stelle nochmal nach unten. Und dann haben wir theoretisch den untersten Punkt hier erreicht. Und auch der ist nochmal so ein Raum. Okay. So, machen wir jetzt kurz Licht. Aua. Aua, aua. Okay, jetzt muss ich sehr aufpassen mit meinem Leben. Ich habe gerade immer in kurzer Zeit viele Leben verloren. Okay, jetzt, jetzt. Oh, scheiße. Es kann sein, dass ich draufgehe. B, 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 B. Ja, okay. Ihr weg. Ihr weg. Nach oben. Sehr schön. So, was mache ich hier? Ich meine, hier muss doch theoretisch was sein, aber was soll hier sein? Okay, Kies. Okay, ja, klar. Das Spiel muss ja damit rechnen, wenn man ohne den Löwenschlüssel herkommt, dass man den Dungeon ja auch irgendwie schaffen muss. Aber wir haben den halt schon. Das heißt, jeder Raum, der uns mit Schlüsseln belohnt, ist quasi halt eine Panne für uns. Das ist ein bisschen ätzend. So, ich glaube, damit ist meine Medizin schon wieder verbraucht. Stabil. Das heißt, jedes Leben, was ich jetzt verliere, bringt mich auf jeden Fall definitiv Stück für Stück näher an den nächsten Game Over. Angenehm auf jeden Fall. Aber hey, wir erkunden einfach so viel wir können und dann, ja, ne? Schauen wir mal. Okay, hier ist auch Feierabend. Dann ist der Teil des Dungeons jetzt aber, glaube ich, einfach abgeschlossen. Ich hoffe einfach, dass ich dann die Seite des Dungeons jetzt komplett gesehen habe. Und dann werde ich jetzt an der Stelle nach oben zum alten Mann gehen, der uns dann hier zur Seite weiterleitet. Und da komme ich dann so Stück für Stück in die Räume, wo ich dann erstmal wieder hier diese Zauberer erledigen muss, wo ich kotzen könnte. Ohne Fee, ohne Fee. Ja. So wichtig. Und dann Stück für Stück. Wow, habe ich einfach wieder volle Leben. Und dann erkunde ich jetzt die Bereiche, wo ich noch nicht war. Wichtigsten jetzt für mich nur noch die Silberpfeile. Wie gesagt, aus dem NES-Remix weiß ich, dass man Silberpfeile braucht, um Ganon zu besiegen, weil der Dude ist nämlich unsichtbar. Ich hoffe aber nicht, dass man Rubine zahlen muss, um weiterzukommen. Weil wenn man das tun muss, dann werde ich hier wahrscheinlich nichts reißen, weil ich habe nämlich fast keine mehr. Ich gebe meine ganzen Rubine nämlich für... Wow, jetzt habe ich viel Geld bekommen. Ich gebe meine ganzen Rubine nämlich für Medizin aus, damit ich hier irgendwie überlebe. Ich schaue noch kurz nach, ob ich im unteren Raum was sprengen kann. Das kann ich, es sieht irgendwie so aus, als ob man da vielleicht nach drüben könnte. Kann man aber nicht, okay. Dann steppe ich mal hier lang. So, ich vermute mal, dass sich das andere Dungeon-Item eventuell ganz links oben befindet. Ich meine, die Tunika war ganz rechts oben. So, und dann packen sie vielleicht die Silberpfeile ganz links oben hin. Kann ich mir zumindest vorstellen. Würde irgendwie Sinn ergeben. Aber ich meine, ich weiß es nicht. So, es ist so geil, 8 Leben zu verlieren. Das ist so strong. Ich steppe jetzt auch nochmal hier kurz nach unten, einfach um zu schauen, ob ich hier vielleicht noch was sprengen kann. Hier ist auch eine Treppe. Bin ich die schon gegangen? Habe ich diese Treppe bereits benutzt? Muss ich wahrscheinlich. Aber habe ich dann die obere schon benutzt? Scheiße! Ich glaube eher, dass ich die schon benutze, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich ein Raum mit einem Boss drin. Und dann steppe ich jetzt einfach mal hier rein und nehme mal die Verbindung. Also ich kann mir eher vorstellen, dass ich hier noch nicht war. Ja, das bringt mich auch hier nach oben, Guys. Und da kann ich sprengen. Das könnte mich zum Dungeon-Item bringen. Also wenn meine Theorie stimmt, dass das Dungeon-Item ganz oben in der Ecke ist. Ja, hier gibt es auch gar keinen Weg. Ich kann nur nach oben gehen. Ich werde auch mal weitergehen. Ich glaube nicht, dass ich die killen muss. Die muss ich nämlich nur killen, wenn ich wieder zurück will, fällt mir gerade auf. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe so viele Leben jetzt hier schon wieder verloren, weil ich unfassbar dumm bin. So. Okay. Hier muss ich jetzt aufpassen, wie ich an die Dudes rankomme. Ich kann nicht zu nahe. Hier wird einfach Ping-Pong mit mir gespielt. Diese Skelettviecher beenden mich.
Okay. Aber ich muss hier safe alle Magier killen. Die beenden mich. Ich kann mich nicht wehren. Jetzt kann ich mich wehren. Ein Herz. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Okay. Und dann kann ich jetzt wahrscheinlich dich aktivieren. Oh mein Gott, Freunde. Wir könnten kurz vor der Finalisierung des Dungeons stehen. Wenn da jetzt die Silberpfeile sind, was sie einfach sind, dann haben wir jetzt alle Items des Spiels. Außer das Schild, was ich verloren habe. So, und jetzt ist die Frage, zahle ich noch Rubine, um die abzufeuern? Ja, zahle ich. What? Ich brauche Rubine, um Garnon zu besiegen. Wow. Okay, aber ich werde noch nicht zu Garnon steppen. Ich glaube, das Klügste wäre es, jetzt noch einmal aus dem Dungeon rauszugehen. Noch einmal eine Farming-Session rauszuhauen. Und damit Medizin und vollen Leben zu Garnon zu gehen. Und auch genug Rubin, um Pfeile abzufeuern, um ihn hoffentlich besiegen zu können. Aber ich meine, um das zu testen, ob das sinnvoll ist, können wir jetzt noch einmal zu ihm gehen. Ich denke, den Weg finde ich. Dem sind wir ja schon mal gegangen. Das ist ja wirklich, wenn man einfach von Treppe zu Treppe zu Treppe spaziert. Dann sind wir ja irgendwann bei ihm gelandet. Wir schauen einfach mal, was geht. Vielleicht landen wir den Glückstreffer unseres Lebens, ne, und besiegen ihn einfach. Was aber recht wenig, also ist, die Wahrscheinlichkeit davon geht gegen null. Weil ich einfach mit super wenig Leben bei ihm ankomme. Aber so, ich meine, why not? So, und vor allem in dem Raum, wie gesagt, die droppen geil Rubine. Ich mag diese schwarzen Slimes. Die haben guten Loot. Also manchmal zumindest. Ja. So, von der Treppe kam ich schon. Ich düse einfach mal nach oben weiter. Sehr viele Magier, die mich alle mal am Arsch lecken können. Ah, und der sagt es mit dem Destroy the Topmost Boundary. Das habe ich bis heute nicht kapiert, was der mir damit erzählen wollte. So, okay. Nee, das fühlt mich noch nicht zum Dungeon Boss. Das Garnon ist noch nicht in der Nähe. So, du, ihr seid, genau, das ist der Fledermausraum. Scheiße. Guys, ich glaube, ich finde den Weg nicht mehr. Ich glaube, ich weiß den Weg nicht mehr. Das ist, da bin ich gegangen. Da bin ich gerade zum, ah, hier muss ich lang. Ich wollte gerade sagen, da bin ich doch gerade, zu den Silberpfeilen gekommen. So. Will ich jetzt hier nach oben oder zur Seite gehen? Fragen über Fragen, ich sag's euch. Oh, ich krieg grad down auf die Fresse. Sedge. Aber, nee. Garnon ist hier. Aber im Raum nebendran. Oh mein Gott. Ich bin so dead, Mann. Ich bin so dead. Oh, wow. Jetzt bin ich sogar... Okay, aber ich kann hier noch was sprengen, Freunde. Ich bin tatsächlich aktuell noch in einem Raum, in dem ich vorher noch nicht war. Wenn ich eventuell lang genug überlebe, dann kann ich sogar noch rausfinden, was hier ist. Dann kann ich eventuell sogar noch rausfinden, was hier ist. Ach Gott. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Okay, ich farme jetzt noch einmal. Rubine für Medizin. Rubine, dass ich genügend Pfeile gegen Garnon feuern kann. Und dann beenden wir dieses Spiel. Okay, Freunde, ich bin mittlerweile komplett on Tour. Ich laufe schon wieder so Stück für Stück die Road to Garnon sozusagen. Ich habe hier eine rote Medizin dabei. Ich bin jetzt aber gerade mal, sag ich mal, bei 21 Rubinen nochmal. Ich hoffe, dass mir 21 Pfeile reichen, um Garnon zu besiegen. Das ist tatsächlich das, was mir so, ja, fast schon am meisten Angst macht, dass mir einfach im Kampf die Pfeile ausgehen. Aber ja, wir stehen vor seiner Tür. Wir stehen vor seiner Tür, Freunde. Garnon ist im nächsten Raum. Und wir zücken unser Triforce. Er steht direkt neben uns. Und ich glaube, ich habe ihn instant getroffen. Oder brauche ich die Silberpfeile überhaupt? Ich weiß es nicht. Freunde, ich kann euch nicht sagen, was ich tun muss. Ich habe ihn wieder getroffen. Okay, ich glaube, ich brauche die Silberpfeile gar nicht. Ich habe ihn wieder getroffen. Ich hack einfach mal in alle Richtungen. Ich habe ihn wieder getroffen. Okay, er ist rot. War es das? Nein. Silberpfeil!
Das war's! Wir haben seinen Triforce erhalten, glaube ich. Sehen wir, das ist irgendwo im Menü? Nee. Aber ist mir auch vollkommen Wumpe. Da ist sie vor, Leute. Die Prinzessin. Prinzessin Zelda. Wir haben The Legend of Zelda 1 durchgespielt. Mit allen Items, die es gibt, soweit ich weiß. Alle Herzteile, alle Dungeons. Ich bin zufrieden. Ein Let's Play, wie ich es stehen lassen will, in dem ich alles gezeigt habe, was ich zeigen wollte. Thanks, Link. You're the hero of Hyrule. And so peace returns to Hyrule. Ja, wir sind der Held und Frieden kehrt zurück. The end. Wir haben es geschafft. Alter, war das ein Kraftakt. Das hätte ich niemals gedacht, dass dieses Game so schwierig ist und vor allem so frustrierend. Another quest will start from here. Press the start button. Ja, man könnte das Spiel quasi nochmal durchspielen. Denn wenn alle Items und Dungeons teilweise so an unterschiedlichen Orten und ein bisschen anders aufgebaut, aber das heißt dann The Legend of Zelda Second Quest. Nein, danke. Nein, danke. Ich bin mit dem Grundspiel sehr zufrieden. Oh, ich muss, glaube ich, sogar Start drücken. Und hier seht ihr es, Guys. 90 Game Over. Ich denke, mein ganzer Eindruck über das Spiel ist über das Let's Play verteilt gut zusammengekommen. Es ist natürlich massiv in die Jahre gekommen. Natürlich kann man das nicht mit heutigen Videospielstandards vergleichen. Dementsprechend kritisiere ich auch nicht die Grafik. Ich kritisiere nicht die Tatsache, dass man kaum was gesagt bekommt, weil eben auch viel mit Karten gearbeitet wird, was beim Spiel dabei lag. Weil diese Spiele damals auch darauf gesetzt haben, dass man sich auf dem Pausenhof austauscht. Hast du was in Zelda entdeckt? Hab ich was entdeckt? All das sind Dinge, die ich gar nicht kritisiere. Dinge, die ich nicht gut finde. Absolut lächerliches Gegnergespam in den Dungeons. Also, Was ist das? Wie gesagt, getoppt vor allem, dass du einfach teilweise jetzt im letzten Dungeon 4 oder 5 Mal denselben Boss besiegst und so, what the fuck? So, es ist einfach, es wirkt wirklich wie massiv willkürliches Gegner platzieren. Dann, dass du nach dem Game Over immer mit 3 Herzen startest und in Dungeons so gut wie keine Herzen bekommst. Also, gefühlt die Hälfte der Spielzeiten, das ist jetzt nicht mal gelogen, die Hälfte der Spielzeit habe ich damit verbracht, Herzen und Rubine zu sammeln, um mir Medizin zu holen und überhaupt überlebensfähig zu sein. Ganz, 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 ganz verrückt. Das fand ich gar nicht gut. Und ja, also dass du halt... Das ist so jetzt eine Sache. Kann man das kritisieren oder nicht? Wie gesagt, du wirst halt nicht in der Hand genommen, was aber voll fein ist. Aber wie gesagt, teilweise werden Dinge vorausgesetzt, was dir das Spiel aber halt nicht sagt. So, bei diesen Magiern brauchst du vielleicht das Schild, aber das weißt du nicht. So, es gibt irgendwo in Hyrule, wie gesagt, eine Kleidung, die deinen Schaden halbiert, weil davor manche Dungeons gefühlt fast unmöglich sind. Und vor allem, es liegen 5 Herzcontainer auf der Oberwelt rum, aber an Orten, wo du sie eigentlich nicht findest, weil du irgendeine random Wand sprengen musst. Das ist so... Es hinterlässt so einen faden Beigeschmack. Alles in allem bin ich froh, das Spiel gespielt zu haben. Ich bin froh, behaupten zu können, The Legend of Zelda 1 endlich gespielt zu haben, mit all seinen Aspekten. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Projekt. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Projekt. Und ja, wir werden auch irgendwann Legend of Zelda 2 spielen. Bleibt gesund und gut gelaunt. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Ryoma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.